So, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed, Folge 11. Was geht denn da? Lol. Okay, hat sich im Boden verfangen. Folge 11 mit dem Indie und unseren Starkiller Vision. Die Wookies eine Chance geben. Also die Himmelsplattform zerstören, damit die Wookies eine Chance haben zu überleben. Blöde Sau, du. Aua! Auf jeden Fall mal da hinten den Scharfschützen ausschalten. Da ist noch ein Scharfschütze. Das ist der gleiche, okay. Ah! Der lebt ja immer noch, ein Scharfschütze. So, da bin ich wieder. Da gab es einen kurzen Cut, weil meine Aufnahmesoftware gerade den Geist aufgegeben hat. Aber jetzt geht's weiter. Tschüss. Hat sich nicht viel getan. Der Typ ist jetzt rausgekommen, ne? Machen wir mal ein bisschen weiter hier. Okay, da ist irgendjemand gerade drauf gegangen. Ach, der Scharfschütze da. Wo er umgedreht. Oh, oh. Ah, fuck. Dass sie überall immer so viele Sprengkisten rumzustehen haben. Oh, da ist ja eine Machtsphäre. Auch besiegt. Ah! Ah! Habe ich doch richtig gesehen, diese verdammten Schüsse von diesen Tupern. Hole ich mir mal das Ding hier noch. Autsch! Ich kann den Typen da hinten holen.
Autsch! Na gut, jetzt bist du dran, du Eierkopf. Autsch! Oh nein! Autsch! Autsch! Komm, Wookies, mach mal Schaden an denen. Während die das... Autsch! Autsch, nein! Nein! Überlebt, der Sack. Au, au, au. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Nein. Nein, verflucht. Nein. Das waren eindeutig zu viele. Nochmal alles von vorne. Na gut. Machen wir es einmal ringsrum. Oh, der scheiß Scharfschütze. Den vergesse ich immer wieder. Blöde Saudi. Hier eigentlich auch noch mal das Schild anmachen. Ja, ich glaube, das Schild ist sogar besser gegen die. Gute Arbeit. Sehr gut. Nur noch ein paar Master. Was machen denn die Wookies? Oh, das Ding auch raus. Seid ihr bereit, Jedi? Ich bin es leid, diese lausigen Wookies zu jagen. Mit seinem persönlichen AT-ST, den er sich da... Oh, wo kam denn der Wookie her? Nicht so schön. Aua! Autsch. 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 Nochmal Autsch. Autsch. Schön rumherum, damit er dir eine Kanone nicht auf mich richten kann. Ah, Brutzel, du Sackgesicht. Ah, da bist du ein bisschen zu langsam. Haha, hier bin ich. Guck mal. Jetzt kann ich. Wartet, lass uns hier. Ja, nix mit... mit Erbarmen und so. Weg mit dir, du Sackgesicht. So, Wookies befreien. Ah, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt kommen demnächst, glaube ich, schon die Typen. Nicht mehr Wookies befreien. Mach mal was richtig, Jungs. Ich bin getroffen. Oh. Ah, du bist mehr als getroffen. Du bist nämlich dort. Oh.
das war ja bitter. Nein, daneben. Nein! Fuck. Außerdem muss ich die hier noch wegmachen. Hä? Autsch! Ja gut, die sind jetzt zumindest auch weg. Die sieht man immer so schlecht, wenn die kommen. Die verstecken sich immer. Ups. Ja, so kriegt man die ganz leicht tot mit den Blitzen. Geh drauf. Tschüss. Oh, sorry. Ihr überladet den Fangstrahl. Ein Energieschub noch und die Himmelsplattform ist zerstört. Ja, hier ist doch schon wieder einer, der Ärger will. Ja, ach, da. Da oben ist noch eine Machsphäre, die hole ich mir mal. Violetter Lichtschwertkristall. So, letztes Ding. Da sind die Wookies glücklich. Ja, haben wir das auch geschafft. Ich guck mal auf die schlaue Uhr. Ich würde sagen, wir machen noch weiter und dann mache ich einen kleinen kurzen Cut. Wer war sie? Prinzessin Leia Organa. Ihr Vater ist Bail Organa. Mein Kontaktmann im Senat. Ich will mit ihm reden. Das geht nicht. Ich habe seine Tochter auf einem Planeten voller Sturmtruppen gerettet. Es geht nicht, weil ich ihn nicht finden kann. Er ist verschwunden, Junge. Was? Wann? Bail wollte, dass ich ihm helfe, Leia zu retten. Ich weigerte mich und er suchte einen anderen Jedi. Meisterin Shakti. Ich sagte, das sei zu gefährlich, aber der Narr ist gegangen. Allein. Und verschwand, sobald er landete, auf Velusha. Macht ist stark in dir, mein Junge, wenn du meine Gedanken spüren kannst. Ihr seid leicht zu durchschauen, alter Mann. Dann sollte die nächste Mission klar sein. Wir gehen nach Velusha und retten Senator Organa. Esst auf, Senator. Warum haltet ihr mich hier fest, Maris? Ich denke, eure Meisterin wäre entsetzt. Ich brauche euch zum Verhandeln, falls Vader kommt. Jetzt seid still und esst. Und solltet ihr an Flucht denken, vergesst mich. Wie sieht der Rechte aus? Ist sehr hungrig. Nein, nicht schon wieder auf Velusha. Nein, nein. Oh nein, natürlich. Jetzt sind die Klontruppen auch hier. Oh nein, oh nein. Na gut. Machen wir hier mal einen Cut. War es das mit Folge 11, oder? Ja, ich glaube Folge 11. Und dann sehen wir uns einfach zu Folge 12 wieder. Also, bis dahin, Leute. Ciao.